So, meine Damen, meine Herren, ich darf Sie bitten, Platz zu nehmen. Nach der Sitzungspause steige ich zunächst in die Sitzungsleitung ein. Könnte sein, dass der Oberbürgermeister kurz vor Ende noch einmal vorbeischaut. Er zurzeit bei einer Festveranstaltung mit Herrn Kretschmann und Herrn Kretschmer ist anlässlich des Besuchs des baden-württembergischen Ministerpräsidenten und 30 Jahre Veranstaltung hier. Wir hatten vereinbart, nach der Sitzungspause zu beginnen mit dem Tagesordnungspunkt 28. Wenn wir den absolviert haben, steigen wir wieder in die normale Reihenfolge ein. Das wäre dann der Punkt 8.5. Ich darf nun einerseits die schon im Raum befindlichen Stadträte bitten, Platz zu nehmen. Und angesichts der zumindest mir als sehr schwierig aufgefallenen Akustik darum bitten, dass wir uns viel akustisch Mühe geben. Das heißt, Seitengespräche vielleicht etwas ruhiger zu machen und vor allen Dingen, wenn es irgendwie geht, das Mikrofon einigermaßen nah und frontal zu besprechen. Dann haben wir eine etwas bessere Chance, uns zu verstehen. Ich rufe nunmehr auf Tagesordnungspunkt 28, Beflaggung der Dresdner Rathäuser zum Christopher Street Day und zum Internationalen Tag gegen Homo-, Inter- und Transphobie. Es ist ein Antrag eingereicht durch die Fraktion Die Linke. Und ich darf fragen, möchte die Fraktion diesen Antrag einbringen? Bitte sehr, dann darf ich Leo Lenz um Einbringung bitten. Ja, sehr geehrter erster Bürgermeister, werte Beigeordnete und liebe Kolleginnen aller demokratischen Fraktionen und liebe Gäste hier und zu Hause am Livestream. Ehrlich gesagt finde ich es schade, nein, eigentlich sogar ziemlich bitter, dass ich heute zu diesem Antrag hier reden muss und dass es diesen Antrag hier in Dresden überhaupt braucht. Und es ist auch schade, dass Herr Hilbert jetzt nicht hier ist, weil dieser Antrag richtet sich direkt an ihn. Denn seit mehreren Jahren fordern wir Hilbert dazu auf, Herrn Hilbert dazu auf, an den Dresdner Rathäusern zum Christopher Street Day die Regenbogenflagge wehen zu lassen. Und jedes Jahr wieder gibt es fadenscheinige Erklärungen dazu, warum das angeblich nicht möglich ist und dass es die sächsische Beflaggungsverordnung nicht hergebe. Das ist spannend, denn in vielen anderen sächsischen Städten ist das schon längst gängige Praxis. Ja, selbst am Justizministerium wehte zum eigentlichen CSD-Termin in Dresden die Regenbogenfahne. Vielleicht kann uns ja hier nochmal erklärt werden, woher die Sonderstellung Dresdens kommt. Auch Pirna gehört zu den sächsischen Städten, die durch das Hissen der Regenbogenfahne ihre Solidarität mit der queeren Community ausdrücken wollen. So auch dieses Jahr und das, obwohl die Kundgebung nicht stattfinden konnte. Allerdings wurde die Flagge dort nach einer Woche samt Mast zerstört und der Mast umgestoßen. Und das ist nicht der erste queerfeindliche Angriff in Pirna und dem CSD dort. Auch zu vorherigen CSD-Demonstrationen gab es Sachbeschädigungen und Störungen auf der Kundgebung. Was da in Pirna passiert ist, ist unfassbar und ein Schlag ins Gesicht für die queere Community. Von solchen Sachbeschädigungen ist es kein weiter Weg mehr zu realen Faustschlägen und körperlichen Übergriffen auf LGBTIQ-Personen. Der Hass ist da und er wird nicht weniger. Homo- und transfeindliche Übergriffe nehmen nicht ab, ganz im Gegenteil. Fast ein Drittel der sächsischen Gesellschaft haben im Sachsenmonitor angegeben, dass Beziehungen zwischen Personen desselben Geschlechts unnatürlich seien. Ein Drittel der sächsischen Gesellschaft, das muss man sich wirklich mal vorstellen. Und es bleibt nicht nur längst bei diesen Einstellungen. In Sachsen erleben Menschen bereits konkrete Gewalterfahrungen aufgrund ihrer sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität. Das hat eine Studie der Landesarbeitsgemeinschaft Queeres Netzwerk Sachsen ergeben. Die 267 Teilnehmenden der Studie, 267 Teilnehmende, erlebten in den letzten 5 Jahren insgesamt 1672 Übergriffe. Darunter waren Beleidigung, Bedrohung, Stalking und leichte und schwere Körperverletzungen. Wir sind also noch lange nicht an dem Punkt angekommen, an dem jede und jeder frei und selbstbestimmt und ohne Angst vor Gewalt leben kann. Solche Angriffe wie in Pirna sind bedrohlich.
bedrohlich für alle, aber besonders für Personen, die immer noch rechtliche Diskriminierung erfahren, die immer noch Angst haben, ihren Partner oder ihre Partnerin in der Öffentlichkeit zu küssen, die sich aus Angst vor Diskriminierung immer noch verstecken, bedrohlich für Personen, die auf der Straße nicht nur schief angeguckt, sondern bedroht, bespuckt und geschlagen werden. Jedes Jahr gehen Menschen zum CSD und zum IDAHIT, dem Internationalen Tag gegen Homo- und Transfeindlichkeit, auf die Straße, um für Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transpersonen, Intersexuellen und queeren Menschen zu demonstrieren. Im Mittelpunkt stehen Forderungen nach Gleichberechtigung, der Kampf gegen Diskriminierung und für Akzeptanz und die Möglichkeit zur freien Entfaltung der Persönlichkeit. Das Hissen der Regenbogenflagge an diesem Tag ist ein Zeichen der Akzeptanz und Wertschätzung. Das Verwaltungsgericht Dresden hat erst vor kurzem bestätigt, dass die Regenbogenfahne nach derzeitigem gesellschaftlichen Verständnis ein Zeichen der Toleranz und Akzeptanz sowie der Vielfalt der Lebensformen ist. Als offizielle Bekundung der Stadt als Solidarität ist das Hissen der Flagge schon lange, viel zu lange überfällig. Herr Hilbert will ein Bürgermeister für alle sein. Ich hätte ihn jetzt gerne direkt angesprochen, aber er ist leider nicht hier. Gut, ich hätte auch lieber gefeiert, aber okay. Herr Hilbert will ein Bürgermeister für alle sein. Dann soll er es auch sein und bitte auch für die Personen, die sonst und so oft in unserer Gesellschaft unsichtbar gemacht werden. Neben Linken, Grünen und SPD ist es auch die FDP, die jedes Jahr Teil der CSD-Demonstrationen ist. Herr Hilbert war sogar selbst Schirmherr des Christopher Street Days und hat 2015 in den Wahlprüfsteinen auf die Frage, ob er die Regenbogenfahne am Rathaus hissen werden wolle, mit Ja geantwortet. Also soll er es doch bitte auch endlich tun, auch wenn der Antrag keine Mehrheit finden sollte. Es gibt eigentlich kein wirkliches Argument mehr dagegen. Es ist nur noch der Wille. Vielen Dank. Vielen Dank. Zu Beginn der Debatte in der Fraktionsrunde haben wir zunächst ein Rederecht. Ich darf Herrn Martin Sicker nach vorne bitten. Herr Sicker, seien Sie herzlich willkommen. Für die nächsten 5 Minuten gehört das Rednerpult Ihnen. Bitte sehr. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, liebe Dresdnerinnen und Dresdner. Ich danke der Grünen Fraktion für die Gelegenheit, heute hier vor Ihnen sprechen zu dürfen. Ich tue dies als Bürger dieser Stadt, als engagiertes Mitglied des queergrünen Stammtisches und als Angehöriger einer Minderheit, welche mit Stolz auf ihre Erfolge der vergangenen Jahre zurückblicken darf. Doch diese Erfolge werden uns allzu oft entgegengehalten. Lebenspartnerschaften, die Ehe für alle, das Adoptionsrecht für Regenbogenfamilien, nun müsse doch wohl mal Schluss sein. Jene Stimmen möchte ich daran erinnern, dass keiner dieser Erfolge frei Haus kam, sondern in jahrzehntelanger Arbeit von uns erstritten werden musste und heute, Montag für Montag, auf den Marktplätzen dieser Stadt in Frage gestellt wird. In einer Situation, in welcher sich lesbische, schwule, bi-, trans- und intersexuelle Menschen steigender Hasskriminalität ausgesetzt sehen. In einer Situation, in welcher sich unsere Stadtgesellschaft systematischen Versuchen der Spaltung erwehren muss, kann es nur eine Antwort geben: zusammenstehen. Wir stehen zusammen mit den demokratischen Kräften unserer Stadt. Wir erheben unsere Stimme, wo immer wir Diskriminierung von Menschen erleben müssen. Wir verteidigen die Freiheit, zu lieben, wen wir wollen. Die LGBTIQ-Community legt ein beachtliches gesellschaftliches Engagement an den Tag und viele von uns dienen dieser Stadt, unserem Land und seinen Menschen aus tiefster Überzeugung. Insofern begrüßen wir die Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Hilbert über den Christopher Street Day als ein ehrliches Zeichen seiner Solidarität. Auch als Chef seiner Stadtverwaltung ist er mit der Teilnahme der Landeshauptstadt an der Diversity Challenge letztes Jahr mit dem Projekt LHD Diversity auf der Höhe der Zeit. Denn nur wer es schafft, Menschen ein liberales Umfeld zu schaffen, in welchem sie sich willkommen und vorbehaltlos akzeptiert fühlen, kann von ihrem vollen Engagement und ihren Inspirationen als Stadt profitieren.
Doch lassen Sie mich auf den vorliegenden Antrag genauer eingehen. Er fordert dazu auf, während der Festwoche des Christopher Street Day in Dresden sowie am Internationalen Tag gegen Homo- und Transphobie die Regenbogenfahne an den Rathäusern und am Kulturpalast zu hissen. Ein Zeichen der Anerkennung und der Akzeptanz, welches bereits in Chemnitz, Leipzig und selbst im beschaulichen Pirna durch die Stadtoberhäupter bewusst gesetzt wird. Auch am sächsischen Staatsministerium der Justiz weht die Regenbogenfahne. Natürlich werden gerne formale Zwänge dagegen ins Feld geführt. Doch auf diese hat jüngst das Dresdner Verwaltungsgericht in seinem Urteil vom 12. Juni passende Antworten gefunden. Die Regenbogenfahne wäre ein Symbol einer Weltanschauung und Verstoße gegen die staatliche Neutralität, wurde behauptet. Die Richter sagen, falsch. Sexuelle Identität von Menschen ist eben keine Wahl und damit auch keine Weltanschauung. Aber was ist mit dem besonderen Schutz von Ehe und Familie? Die Richter sagen, wir haben die Ehe für alle. Geschützt ist damit auch die Ehe zwischen Menschen gleichen Geschlechts. Darüber hinaus stellt das Gericht wörtlich fest, die Regenbogenfahne sei nach derzeitigem gesellschaftlichen Verständnis ein Zeichen der Toleranz und Akzeptanz sowie der Vielfalt von Lebensformen. Hierin sei keine Stellungnahme zum Sinn des Weltgeschehens zu sehen. Die Fahne stelle zudem ein überparteiliches Symbol dar, dessen Aussage und Vielfalt keiner bestimmten Partei exklusiv zugeordnet werden kann und offensichtlich mit der Verfassung vereinbar sei. An dieser Stelle, verehrte Stadträtinnen und Stadträte, braucht es Ihre Courage. Wofür steht Dresden? Für Weltoffenheit, Vielfalt und Toleranz? Die Werte unserer Regenbogenfahne? Ich bin davon überzeugt, dafür steht die überwältigende Mehrheit der Dresdnerinnen und Dresdner seit langem. Deswegen bitte ich heute Abend um Ihre Zustimmung, denn in Sachen Antidiskriminierung und Akzeptanz von LGBTIQ-Menschen ist das Ende der Fahnenstange in Dresden noch nicht erreicht. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Sicker. In der Fraktionsrunde, CDU-Fraktion, Herr Dr. Brauns. Herr erster Bürgermeister, meine Damen und Herren, an den Werten, die die Regenbogenflagge symbolisiert, da gibt es keinen Zweifel. Nur ich erinnere an das, was in der Fragestunde unser Oberbürgermeister ausgeführt hat zu der immer wieder auftauchenden Frage, wieso genehmigt die Stadt Pegida-Demonstrationen und verbietet sie nicht, sondern verweist sie auf irgendwelche anderen Plätze. Hier geht es um die Neutralität der Stadtverwaltung, unseres Rathauses und das, was damit auch an Offenheit tatsächlich einhergeht. Deswegen, meine Damen und Herren, möchten wir nicht, dass außerhalb der Gedenktage, der Feiertage, an denen ganz offiziell auf den verschiedensten Rechtsgrundlagen geflaggt ist, weitere Flaggen im Namen des Rathauses der Verwaltung gehisst werden. Denn für viele Kennzeichen, Symbole von Organisationen, die Sie hier beschrieben haben, für die Sie hier angetreten sind, trifft das Gleiche zu. Und dann haben wir die spannende Frage, wo hört bei einem Verein, das, was an Weltoffenheit vorhanden ist, auf, wer beurteilt das und welche Flaggen dürfen da nicht gehisst werden. Deswegen, es gibt überhaupt keinen Zweifel, dass das, was an Werten hier transportiert worden ist, gemacht wird. Aber die hängen doch nicht davon ab, ob wir eine Flagge hissen oder nicht, meine Damen und Herren. Das kann es doch nicht sein. Und deswegen, meine Damen und Herren, wollen wir, dass weiterhin die Praxis bestehen bleibt, wie sie jetzt ist. Wer im Privaten diese Flagge zeigen möchte, auf den verschiedensten machen, der kann das gerne tun. Wer das in seinem Restaurant machen möchte,
Ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn in jeder Straßenecke eine Regenbogenfahne hängt. Machen Sie das, organisieren Sie das. Aber am Rathaus mit der Verpflichtung zur Neutralität hat das unserer Auffassung nach nichts zu suchen. Und weil es Ansprüche von anderen, die dann möglicherweise zweifelhaft sind, begründen könnte, das wollen wir nicht. Und deswegen lehnen wir diesen Antrag nach wie vor, auch wenn er in den nächsten Jahren wiederkommt, ab. Vielen Dank. AfD-Fraktion, Herr Rentsch. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, geehrte Stadträte, liebe Bürger. August Bebel auf dem Parteitag der SPD in Dresden 1903. Ich will der Todfeind dieser bürgerlichen Gesellschaft und der Staatsordnung bleiben, um sie in ihrer Existenzbedingungen zu untergraben und sie, wenn ich kann, beseitigen. Liebe Linke, können Sie sich noch an das Gute in unserer Stadt vor 30, 40 Jahren erinnern? An das Schulsystem, an das Altstoffsammeln und den rosa Elefant Emmy, die Ferienlager, Nachtwanderungen und Fackelzüge, an die nachbarschaftlichen Umgangsformen und die Sicherheit und Ordnung in den Straßen. Ressourcenschonung und das Herstellen langlebiger Produkte waren gelebte Praxis, soziale Errungenschaften wie handwerkliche Ausbildung und Agrargüter wurden mit Bruderländern geteilt und wertgeschätzt. Die muslimische Welt war zu jener Zeit der kleine Muck, Sindbad, Alibaba und die 40 Räuber. Es gab keine Arbeitsplatzsorgen, Stress war ein Fremdwort, Feminismus und Geschlechterquoten waren kein Thema, sondern wurden ganz selbstverständlich gelebt. Schwul, lesbisch und bi-sein war ab 1968 Privatsache, eine politische Instrumentalisierung sexueller Neigungen fand nicht statt. Doch wie sieht Dresden hingegen heute aus? Ein Teil der indigenen Bevölkerung wird stigmatisiert und verachtet. Drogendealer im öffentlichen Raum, durch Christel zur Schau gestelltes menschliches Elend in den ärmsten Dresdner Stadtteilen, Obdachlosigkeit, Tafeln der Armut, Egozentriker aller Orten, Volkskrankheit, Burnout. Und jetzt kommt noch der Missbrauch der Begrifflichkeit Intersexualität hinzu. Intersexualität ist kein Geschlecht, sondern bezeichnet sehr unterschiedliche klinische Phänomene mit unterschiedlichen biologischen Ursachen. So beispielsweise Abweichungen der Geschlechtschromosomen oder genetisch bedingte hormonelle Entwicklungsstörungen. Das Grundgesetz Artikel 3 Absatz 2 und die Natur kennen nur zwei Geschlechter in der Gattung des Homo sapiens. Und wer das nicht glaubt, der möge sich bitte bei der Geburt eines jeden Kindes davon selbst überzeugen. Mit diesem Antrag sollen bisher nicht existierende Phobien salonfähig gemacht werden. Das heißt im Klartext, dass einige wenige Politiker den Menschen der Allgemeinheit Angststörungen einreden wollen, wo bisher keine waren. Aber was kommt als nächstes nach derartigen Anträgen auf uns zu? Beflaggung für jene, die sich selbst zu Zentauren und Einhörnern erklären, Fahnenhissen für durch Fahrradfahrer verschluckte Fliegen und Mücken, Beflaggung für Regenwürmer, die es leid sind, sich selbst zu befruchten. Wann ist in dieser Stadt der Idiotie genug, städtische und staatliche Strukturen für eine derartige Symbolpolitik nicht existierender Geschlechter zu missbrauchen? Selbst Margot und Erich hätten sich für diesen Antrag geschämt. Danke. Vielen Dank. Ich denke insbesondere der Redeteil, wann ist in dieser Stadt der Idiotie genug, war sehr zielführend. Ich darf in der Reihenfolge der Fraktionen Die Linke aufrufen. Nachher das Schlusswort dann. Okay. Dann SPD-Fraktion, Herr Kanewski. Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich zitiere auch mal August Bebel. Nichts ist ewig, weder in der Natur noch im Menschenleben. Ewig ist nur der Wechsel, die Veränderung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, dieses Zitat bringe ich deswegen, weil erstmal war das völlig sinnfrei, dieses August Bebel-Zitat dann für Ihren
homophoben, transphoben und menschenfeindlichen Beitrag zu bringen. Und zum Zweiten zeigt dieses Bibelzitat aber eben, dass wir nicht mehr im 19. Jahrhundert leben, sondern dass sich die Welt auch weitergedreht hat. Und Dinge, die früher vielleicht allgemeingültig gewesen sind, die abgelehnt wurden, weil man Angst davor hatte, weil man sie nicht wahrgenommen hat, weil man sie nicht ernst genommen hat, heutzutage eine andere Aufmerksamkeit finden. Es geht hier nicht darum, dass wir irgendeinen Trend, so wie Sie das gerade versucht haben zu formulieren, ich bin ehrlicherweise so angewidert von diesem Redebeitrag, dass ich gar nicht die richtigen Worte finde gerade eben. Es geht nicht darum, hier einen Trend auf einmal staatlich zu legitimieren, sondern es geht darum, die Menschenwürde für alle Personen, die in dieser Stadt, in diesem Land und auf dieser Welt leben, offenkundig darzustellen. Und Toleranz ist keine Frage an der Stelle von Ideologie, sondern es geht darum, ein Stück Menschenwürde zurückzuholen gegenüber einer Bevölkerungsgruppe, die in ihrem Leben zu Unrecht von solch einer Diskriminierung, einer Ausgrenzung betroffen ist, dass es mich ehrlicherweise wundert, dass wir immer noch über die Frage eines kleinen symbolischen Aktes hier in dieser Stadt diskutieren miteinander. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich einen anderen Einstieg wähle, weil diese Debatte zur Beflaggung in Dresden, zum CSD und zum Eiderhit, die verfolgt uns nun seit inzwischen fast 10 Jahren. Ich habe mal kurz geguckt und mal einfach geschaut, was so die Debatten die letzten Jahre ausgemacht hat und habe ein Zitat gefunden, das ist 2011 gewesen, wo zumindest im linken Spektrum dieses Rates alle sich darüber aufgeregt haben, dass die Oberbürgermeisterin damals gesagt hat oder die Verwaltung damals gesagt hat, wir können die Flagge vom Rathaus nicht hissen, weil da finden gerade eben Baumaßnahmen statt. 2011 ist mein erster Durchgang hier im Rat gewesen. Und wir haben versucht, diesem Argument irgendwas abzugewinnen, zu sagen, okay, wenn die Verwaltung sagt, in diesem Jahr 2011 können wir die Flagge nicht hissen, dann machen wir es 2012, wenn die Bauarbeiten vorbei sind. Wir haben 2012 den Antrag gestellt auf das Hissen der Flagge. Und dann kam der Ansatz und wurde gesagt, naja, aber das verstößt ja gegen die Flaggenordnung. Und wir haben es 2013 und 2014 versucht und wir haben es 2015 versucht. Und immer kommt irgendein anderes Argument. Ich nehme durchaus wahr, und das ist ja heute auch schon gesagt worden, dass der Oberbürgermeister, die Verwaltung, die Kolleginnen und Kollegen, die hier in dieser Stadt arbeiten, durchaus zu Veranstaltungen gehen, die im Rahmen des CSD und des Eiderhit stattfinden. Ich finde es durchaus gut, dass der Oberbürgermeister Schirmherrschaften übernimmt, dass der Oberbürgermeister zu den Veranstaltungen geht, sich den Diskussionen stellt und dabei ist, aber es ist dieses letzte kleine Quäntchen, was es braucht, um zu zeigen, wir sehen euch, wir hören euch, wir sind bei euch. Es ist der Oberbürgermeister, der mit einer einfachen Entscheidung zeigen könnte, die queere Community ist mir als Symbol, als Stadtoberhaupt nicht egal. Und um nicht mehr und um nicht weniger geht es hier an dieser Frage. Und es ärgert mich wirklich, wie engstirnig man an der Stelle sein kann, diese Debatte immer und immer wieder zu führen. Und damit meine ich jetzt nicht diejenigen, die sich damit differenzierter auseinandersetzen, sondern damit meine ich diejenigen, die ja gerade eben vor mir einen Redebeitrag gehalten haben, der an Ausgrenzung und an Ideologie nicht zu überbieten ist. Ich würde mich im Übrigen freuen, wenn Sie das mal mit Ihrer Co-Parteivorsitzenden diskutieren, was Sie so für ein Bild haben von queeren Menschen. Ich würde mich sehr freuen, wenn dieser Rat irgendwann den Mut besitzt, an dieser Stelle mal zu sagen, ja, wir wollen, dass die Regenbogenflagge zum CSD, zum Eiderhit als Zeichen an die queere Community über dieser Stadt, für diese Stadt, über diesem Rathaus flattert. Dass wir zeigen können, ihr seid uns nicht egal und wir stehen an eurer Seite. Und ich würde mich freuen, sollte der Antrag, so wie es ja gerade eben aussieht, abermals keine Mehrheit in diesem Rat finden, dass der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Dresden endlich mal mutig vorangeht. Es wäre trotzdem ein Nachzügler, weil andere Kommunen machen es schon und im nächsten Jahr das Ding einfach von sich aus am besten persönlich hisst und zeigt, Leute, wir sehen euch, wir hören euch, wir sind an eurer Seite. Vielen Dank. Vielen Dank. In der Fraktionsrunde FDP-Fraktion verzichtet Freie Wähler, Herr Hanig.
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, in dem Fall ganz ausdrücklich und bei diesem Thema auch alle, die divers sind, die sich anders fühlen, die von dem Begriff Männer und Frauen sich nicht umfasst fühlen. Ich will das in meiner Alltagssprache nicht einführen. Ich bin jemand, der den Duden vor sich hat und Gesetzestexte und das in seinem Alltagsleben nicht verwendet. Ich finde das nicht richtig, aber, und das an den Redner von Christopher Street-Verein gerichtet und auch anschließend an das, was Herr Dr. Brauns gesagt hat, selbstverständlich, ein aufgeklärter Mensch, und dazu zähle ich mich und dazu zählen auch wir Freien Wähler uns, haben längst begriffen, dass die Zeiten sich geändert haben und dass es zu unserem Leben dazugehört, schwul oder lesbisch zu sein oder quer oder sich auch in seinem Geschlecht nicht wohl zu fühlen. Das ist doch eigentlich ganz klar. Und ich möchte mich ausdrücklich interessanterweise, gerade nach der Pause, die wir draußen hatten, deutlich abgrenzen von dem, was die Kollegen von der AfD hier gerade gesagt haben. Nein, das ist eben genau der Grund, warum wir nicht in der AfD sind und warum wir Freien Wähler eben auch nicht in allen Punkten mit Ihnen übereinstimmen. Wir sehen uns durchaus als Konservative, aber wir wollen solche harten Diskussionen hier nicht führen. Jeder Mensch soll nach seinem Gusto leben, solange er die Werte dieses Rechtsstaates achtet. Und da, sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, Stadträte, da liegt der Hase im Pfeffer, und das ist das Problem, das Herr Dr. Brauns angesprochen hat. Die Rechtsstaatlichkeit ist der Rahmen, und mit dem Antrag auf Beflaggung ist in Wahrheit aus meiner Sicht eben kein, wie hat es der Herr Kaniewski gerade gesagt, der letzte kleine Schritt für die Akzeptanz. Also ich bitte Sie, das ist damit gerade nicht verbunden, sondern es ist eine Aufweichung des rechtsstaatlichen Systems damit verbunden. Der letzte kleine Schritt für die Akzeptanz von Schwulen, von Lesben, von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften ist doch im Bundestag längst getan. Die Anerkennung ist da, kein Mensch dreht sich mehr um, wenn sich Schwule in der Straßenbahn küssen oder wenn Lesben auf der Straße Hand in Hand gehen. Ich war gerade draußen bei den Demonstranten und wusste ja nicht, was die machen dort, und habe gefragt, was das für eine Fahne ist und wer das ist. Die Antwort kam unisono: mit Nazi-Anwälten reden wir nicht. Einen herzlichen Dank. Ich will an dem Punkt, da jetzt die Verjährungsfristen herum sind, mal erwähnen, dass ich einer derjenigen bin, die die Satzung des Christopher Street-Day-Vereins entworfen haben, und zwar unentgeltlich, und dass ich diesen Verein seit vielen, vielen Jahren unterstütze und da Nitra Rat draus mache. Ja, dieser ganze Zirkus ist viel zu politisch. Natürlich unterstützen wir Freie Wähler die Bestrebungen der Regenbogenbewegung, aber diese Fahne hat faktisch dort nichts zu suchen. Die Fahne ist ein Symbol, und ist eine Symbolpolitik, und das Gestreite hier über Symbolpolitik bringt uns nicht weiter. Es wird der Versuch unternommen, uns, sage ich mal, das konservative Lager als schwulen, lesbenfeindlich hinzustellen, weil wir diese Fahne nicht wollen. Das stimmt aber nicht. Wir wollen diese Fahne deswegen nicht, weil es eine Flaggenordnung des Freistaates gibt, gegen die unter anderem unsere eigene Justizministerin verstoßen hat. Und wenn ich, Herr Kaniewski, auf Ihren letzten Satz eingehen darf, soll der OB mal mutig sein und die Fahne einfach hissen. Nee, das ist eine Aufforderung zum Rechtsbruch. So einfach geht es halt nicht. Und deswegen, entschuldigen Sie, bitte versuchen Sie es tatsächlich zu entideologisieren. Dresden steht doch ganz deutlich auf der Seite all derer, die sich anders fühlen. Wir haben doch mit den Aktionen des Oberbürgermeisters alle gesagt und gezeigt, wir sind auf eurer Seite. Wir sind für extreme Toleranz, was das angeht. Natürlich, und ich sage es deswegen auch so ganz deutlich in diesem Stadtrat, rechtliche Diskriminierung gibt es immer. Ja, die rechtliche Diskriminierung beginnt damit, dass die Rednerin der Grünen sagt, an alle Mitglieder der demokratischen Fraktion und uns davon ausschließt. Das ist rechtliche Diskriminierung. Wenn wir uns hier herstellen als Freie Wähler und Ihnen und euch deutlicher sagen, Christopher Street-Day-Verein, na klar, ihr habt alle unsere Unterstützung, aber euer Lebensglück hängt doch nicht an einer Fahne, dann meinen wir damit, haltet euch an den Rechtsstaat. Das ist ein Versuch der Aufweichung des Rechtsstaates. Er wird geschickt gemacht, beim nächsten Mal hissen wir rote Fahnen oder noch andere Fahnen. Das ist ja auch möglicherweise okay, aber was wäre mit schwarz-rot-goldenen Fahnen? Die ganz klare Aussage unsererseits, und ich glaube und ich möchte euch bitten, alle in dem, ich sage es jetzt mal, bürgerlichen Lager, nein, auch wenn die Diskussion seit Jahren geführt wird, dass, wenn wir das hier ablehnen, diesen Antrag, hat das nichts mit Schwulenfeindlichkeit zu tun, um Gottes Willen überhaupt nicht. Ihr seid uns herzlich willkommen, egal wie ihr tickt und wie ihr denkt und wie ihr liebt und wen ihr küsst, um das mal ganz deutlich zu sagen. Aber unsere rechtsstaatlichen Regeln gelten halt. Und solange diese Regeln sagen, es gibt eine Flaggenordnung, und solange auf dem Geierswalder See ein Bootsführer dafür bestraft wird, dass er nicht die Deutschlandflagge wie vorgesehen 18 Uhr bei Sonnenuntergang von seinem Heck entfernt, das ist nämlich passiert, habe ich im Fall in der Kanzlei, solange diese Flaggenordnung gilt, solange müssen wir uns dran halten. Es ist geltendes Recht. Und das kann man nicht, und noch seien die Motive noch so wohlmeinend, außer Kraft setzen. Deswegen die klare Ansage von meiner Seite: Wir dürfen dem nicht zustimmen. Es wäre nicht rechtens, und wir wollen rechtsstaatlich bleiben. Vielen Dank. Damit ist die Fraktionsrunde soweit abgeschlossen, beziehungsweise Frau Scharnetzky für die Grüne, die das Rederecht ja beantragt hatten, aber anders als in der Aktuellen Stunde eben nicht abgetreten.
Ja, sehr geehrter Herr Bürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte nur noch mal ganz kurz auf so zwei, drei etwas eigenartige Argumente eingehen. Ich fand es ganz spannend. Also ich glaube, Herr Sicker hat eindrücklich erläutert, dass es ein Urteil gibt vor einem deutschen rechtsstaatlichen Gericht, und über Rechtsstaatlichkeit haben wir ja jetzt in den letzten Minuten irgendwie sehr viel gehört, das sagt, dass es legitim ist, diese Flaggen zu hissen. Weil man könnte ja jetzt glatt denken, das Abendland ist bereits untergegangen, wir sind in Dresden die letzte Bastion, wo man das quasi noch nicht macht, aber in anderen sächsischen Kommunen ist das überhaupt kein Problem. Ich habe lange in dem Sündenpfuhl Pirna gewohnt, ich habe mich da immer sehr wohl gefühlt und hatte das Gefühl, immer noch in einem Rechtsstaat zu leben, obwohl der Bürgermeister, und dafür bin ich Herrn Hanke ausdrücklich sehr dankbar, und ich finde, Herr Hanke ist ein toller Bürgermeister, die Flagge gehisst hat, und ich glaube, das bedeutet den Leuten viel. Und ich glaube, darum geht es doch am Ende. Es wurde ja so ein bisschen so getan, als wäre das jetzt hier quasi der Präzedenzfall, dass dann täglich eine andere Flagge vom Rathaus weht und man am Ende gar nicht mehr weiß, unter welcher Flagge man sich jetzt gerade versammelt. Es geht in diesem Antrag aber um ganz konkret eine Flagge an einem Tag. Es geht um eine Entscheidung, die wir heute hier treffen sollen. Und ich würde Sie herzlich bitten, diese mit uns gemeinsam zu treffen, denn eine der ersten Entscheidungen, die ich in diesem Rat mitgefällt habe, war die, dass wir uns gemeinsam gegen Nazis gestellt haben. Und heute würde ich mich gerne mit Ihnen gemeinsam mit allen Menschen solidarisch zeigen, die sich unter diese Flagge versammeln wollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir kommen zu den Fraktionslosen. Herr Aschbach. Hallo. An zwei Tagen im Jahr bunte Fähnchen als Zeichen gegen Diskriminierung ans Rathaus hängen. Ein einfaches, schmerzloses und harmloses Zeichen, dass diese Stadt die Freiheit ihrer Bürger, auch wenn sie einer Minderheit angehören, achten und schützen will. Sollte eigentlich kein Problem sein. Eigentlich sollte das ein unstrittiger Tagesordnungspunkt sein, ist es aber offensichtlich nicht. Im Ausschuss erhielt der Antrag keine Mehrheit. Was ist euer verficktes Problem? Habt ihr Angst, die bunten Fähnchen würden euch in eurer sexuellen Orientierung verunsichern? Glaubt ihr, eure Kinder würden beim Anblick so vieler Farben homosexuell? Nein, natürlich nicht. Es ist die schlichte Ablehnung von allem, was anders ist als ihr. Ein weiterer Ausdruck eurer Abscheu vor allem, was euch fremd ist. Denn was fremd ist, verunsichert, und was verunsichert, muss weg oder zumindest versteckt werden. Und im nächsten Moment labert ihr von der pluralen Gesellschaft, Demokratie und wagt es auch noch, euch auf das Grundgesetz zu beziehen. Ich finde, jeder, der diesen Antrag ablehnt, outet sich als engstirniger Tölpel oder homophobes Arschloch. Dankeschön. Ja, Satire gehört zur freien Meinungsäußerung. Ich will natürlich ein wenig deutlich machen, dass wir, glaube ich, gerade bei dem Thema eines rechtsstaatlichen Umgangs tatsächlich an eine gewisse Grenze kommen, wo es völlig legitim ist, einen Antrag zu bringen, etwas zu fordern, und wo vielleicht auch in Überschreitung einer rechtsstaatlich vorgegebenen Regelung ein gewisser Reiz liegen mag. Aber ich glaube, die allgemeine Erwartungshaltung, die alle haben sollten und auch berechtigterweise haben dürfen, dass sich eine Verwaltung an geltende rechtliche Regelung hält, die ist so falsch nicht. Ich will in der Debatte nicht näher einwirken, aber einen relativ naheliegenden Gesichtspunkt vermisse ich in der Debatte. Statt gegenüber einer Verwaltung oder Verwaltungsspitze die Einhaltung einer Rechtsnorm zu beklagen, fehlt mir ein wenig die Debatte, ob man vielleicht die Rechtsnorm ändert, um es damit auch Stadtoberhäuptern etwas leichter zu machen, sich an geltendes Recht zu halten. Denn ich glaube schon, dass das Thema des geltenden Rechtes etwas ist, was eine der grundlegenden Normen ist, die unser Zusammenleben doch etwas erleichtern. Und ich darf auch daran erinnern, dass natürlich ein solcher Antrag, wenn er eine Mehrheit bekäme und dann vollzogen würde, durchaus immer davon abhängig ist, von welcher Fasson der jeweilige Rathauschef auch ist. Ich habe nicht alle sächsischen Wahlergebnisse im Kopf. Aber die Ermutigung zum Rechtsbruch bedeutet natürlich auch ein gewisses Problem an der Stelle. Wie gesagt, die inhaltliche Debatte, glaube ich, das ist hinreichend deutlich an der Stelle. Ich habe jetzt noch ein paar Wortmeldungen im Moment von Herrn Genschmer und Herrn Matthies.
Sehr geehrter Herr Erster Bürgermeister, liebe Damen und Herren, Herr Hannisch hat und einige andere der Vorredner haben schon ein bisschen was zur Rechtslage und der bestehenden Fahnenordnung gesagt. Fahnen widerspiegeln viel für das jeweilige Land, für die jeweiligen Institutionen, für die jeweiligen Richtungen. Mich ganz persönlich würde an einem Dresdner Fahnenmast eine Fahne zu irgendeinem Jahrestag zu Christopher Street Day nicht stören. Wir haben eine Gesetzgebung, aber ich bin hier vorgegangen, weil Fahnen und Umgang mit Fahnen natürlich so ein bisschen ein sensibles Thema sind. Und da ist mir diese Rede von Herrn Kaniewski aufgefallen. Wir haben in der deutschen Politik in den letzten Tagen viel über Fahnen gehört. Das sozialdemokratische Außenministerium löscht die taiwanesische Nationalfahne. Ich glaube, wir als Dresdner würden vielleicht auch viel tun als Land oder als Stadt der Freiheit von 89-90, sich hinter die Leute in Taiwan oder Hongkong zu stellen. Da habe ich von denen hier nichts gehört. Ich glaube, in den letzten 30 Jahren ist für die ganze Schwulenbewegung viel passiert. Natürlich ist noch nie alles in Ordnung. Aber wo ist denn die Sozialdemokratie, wenn sie mal ein Rückgrat zeigen muss? Da kniet man vom großen Chinesen nieder und löscht die taiwanesische Fahne, ein Symbol zu zeigen oder dem großen Bruder China in Missfallen zu geraten. Aber die Schwulenfahne, die will man hier hinhängen. Kann man, wie gesagt, für mich wäre es, aber dann kämpfen sie dafür, dass man die Fahnenordnung ändert. Ich kann mich von vor ein paar Jahren erinnern, da waren die Grünen noch so gut, da wollte man die Tibet-Fahne hinhängen. Da hatte ich mit dem Holger Zastrow drüber geredet, da hatte ich sehr große Sympathien. Da hatten wir innerhalb der Fraktion gesagt, es gibt eine Fahnenordnung, deswegen hatte ich mich damals hinter die Fraktion gestellt und habe gesagt, dann kann man es nicht machen. Für Freiheit anderer Länder ist auf jeden Fall gerade in Dresden vielleicht ein besseres Zeichen, mal ein Symbol zu zeigen und sich gegen bestehende Rechte zu setzen, als diese Symbolpolitik zu betreiben. Danke. Vielen Dank, Herr Matthies und dann Herr Scholbach. Ja, Herr Erster Bürgermeister, meine Damen und Herren. Es ist ja heute schon verschiedentlich angesprochen worden von Herrn Kaniewski. Das Thema begleitet uns hier seit 10 Jahren. Man bekommt alle Jahre wieder das Gleiche zu hören. Und ich meine, was Herr Dr. Braun sagt, nach dem Motto, es soll alles neutral sein, das sagen Sie auch schon immer. Aber unser Herr Oberbürgermeister hat ja einen anderen Dreh gefunden. Er versteckt sich ja immer sozusagen hinter der Rechtsstaatlichkeit und der Rechtslage, die er einhalten muss. Und auch der Herr Erste Bürgermeister hat genau das jetzt wieder als das zentrale Argument eingeführt. Die Beflaggungsordnung des Freistaates Sachsen, die uns das verbietet. Und irgendwann bin ich stutzig geworden, wie viele aufständische andere Bürgermeister es gibt, die das nicht zu interessieren scheinen. Und ich habe was ganz Ungewöhnliches gemacht. Ich habe mir die Beflaggungsordnung des Freistaates Sachsen angeguckt. Sie können sie alle finden in Ihren elektronischen Endgeräten. Verwaltungsvorschrift, also VWV-Beflaggung vom 18. September 2013, zuletzt enthalten in der Verwaltungsvorschrift vom 30. November 2019 unter Revo Sachs, können Sie sie alle aufrufen. Und Sie müssen gar nicht weit lesen in dieser Beflaggungsordnung, nämlich nur der Punkt 1. Herr Erster Bürgermeister, Sie dürfen auch mitlesen, weil Sie eher so einen Wert auf Rechtsstaatlichkeit legen. Die Verwaltungsvorschrift gilt für die Beflaggung der Dienstgebäude, der Behörden und Dienststellen des Freistaates Sachsen, in Klammer Landesbehörden, sowie der Körperschaften, Anstalten und so weiter kommt dann noch. Und hinter Körperschaften steht dann in Klammer, ausgenommen Gebietskörperschaften. Ausgenommen Gebietskörperschaften. Das heißt, die Beflaggungsordnung des Freistaates Sachsen ist für uns überhaupt nicht als Landeshauptstadt bindend oder gültig. Sie trifft auf uns gar nicht zu. Ich habe extra auch noch mal in die historische Fassung reingeguckt. Sie hat auch nie auf uns zugetroffen.
Sie ist schlicht und weise für uns nie reglementierend. Das heißt, alle diejenigen, die sich hinter dem Argument, also wir haben natürlich sowas erzählt wie der AfD, der kann bei seiner Meinung bleiben, aber alle, die sich hinter dem Argument verstecken, wir müssten die Gesetze des Freistaates einhalten und die Verwaltungsvorschriften, dem bitte ich einfach selbige Verwaltungsvorschrift erst zu lesen, bevor sie aufgerufen wird, und dann diesen Unsinn endlich mal einzustellen, denn das bin ich seit 10 Jahren leid. Danke. Nächster Redner ist Herr Schollbach. Hat sich erledigt. Weitere Wortmeldung sehe ich nicht. Dann können wir in das Abstimmungsverfahren eintreten. Wir haben einen federführenden Ausschussbericht, der ablehnend ist. Das heißt, wenn Sie dem Ausschussbericht zustimmen, lehnen Sie den Antrag ab. Ich darf damit den federführenden Ausschussbericht zur Abstimmung rufen und bitte Sie ums Handzeichen, wenn Sie dem zustimmen. Mit Umzählung. Gegenstimmen? Enthaltung? Dieser ist bei 27 Ja-Stimmen, 37 Nein-Stimmen, bei 2 Enthaltungen abgelehnt worden. Das heißt, wir kommen jetzt zur Abstimmung über den ursprünglichen Antrag. Ich darf Sie um Ihr Handzeichen bitten, wenn Sie dem Antrag die Zustimmung erteilen. Gegenstimmen? Enthaltung? Der Antrag ist bei 37 Ja-Stimmen, 30 Nein-Stimmen und 2 Enthaltungen angenommen. Wir steigen damit in der Tagesordnung wieder in den Ablauf ein. Wir sind so weit gekommen, dass als nächstes der Tagesordnungspunkt